Vielleicht wirst du mir nicht glauben, was ich dir erzähle. Aber ich bin tatsächlich kein Mensch aus dieser Zeit hier. Ich bin aus einer Zeit in der Zukunft hierher gekommen. Ich bin Itsuki Koizumi. Ich bin neu an der Schule und wohl noch nicht in allen Punkten perfekt. Deshalb wäre ich froh, wenn ihr mir alles zeigen würdet. Meine Arbeit ist es, Harui Susumiya zu überwachen und diese Informationen an die Datenintegrationsentität zu geben. In diesen 3 Jahren traten keine unbestimmten Faktoren auf, sie verliefen sehr friedlich. Doch vor kurzem erschien in Harui Susumiyas Umfeld plötzlich ein irregulärer Faktor, den wir nicht ignorieren können. Und das bist du. Ich habe es langsam satt, dass sich beim Objekt meiner Überwachung gar nichts verändert. Deshalb werde ich dich jetzt töten, um zu sehen, wie Harui Susumiya reagiert. Das größte Rätsel bist du selber. Und eins steht fest. Du bist ein ganz gewöhnlicher Mensch. Sag mal, Kion, hast du schon mal am eigenen Leib gespürt, was für ein kleines, unbedeutendes Wesen du auf dieser Welt bist? Wie es scheint, hat es begonnen. Was passiert hier? Ich habe keine Ahnung, was das soll. Und warum sind wir beide ganz alleine hier? Susumiya-san hat der wirklichen Welt schließlich die Freundschaft gekündigt und ist entschlossen, sich eine neue Welt vorzustellen. Wir befinden uns also kurz vor dem Weltuntergang. Wieso wohl? Das Ganze gefällt mir irgendwie. Und was ist mit der SOS-Brigade? Die ist mir jetzt egal. Aber ich will zurück. Diese Welt wird doch ganz bestimmt nicht für ewig in Dunkelheit gehüllt bleiben. Morgen früh wird sicher wie an jedem Morgen die Sonne am Himmel aufgehen.